Mit zunehmendem Alter kann man immer besser beobachten. Mit zunehmendem Alter kann man Zusammenhänge besser wahrnehmen, erfassen. Ja, man kann entdecken, wie entwickelt sich die Geschichte, die Biografie eines Menschen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein bisschen generationenübergreifend zu denken, wenn man die Großeltern kennt, die Eltern und die Kinder, also die Enkelkinder, dann kann es schon sein, dass gewisse Ähnlichkeiten da sind, manchmal zur Freude der Großeltern, manchmal weniger. Auf jeden Fall, die Umgebung, in der wir leben, sie wirkt auf uns mehr oder weniger, je nach innerer Stellungnahme. Ähnlich ist es mit dem, womit sich ein Mensch beschäftigt. Wenn ein Mensch Jahrzehnte sich mit einem Thema besonders beschäftigt, dann tut das auch etwas mit ihm. So könnten wir auch, wenn wir genau hinschauen und eine Analyse versuchen, entdecken, aus welchen Quellen lebt ein Mensch. Gemeint sind geistige Quellen. Was liest ein Mensch? Welche Filme schaut er sich an? Welche Musik hört er? Welche Philosophie hat er für sich privat? Wie ist seine eigene Lebensphilosophie, seine Einstellung? Ja, wie ist denn das alles geworden? Idealerweise tut das, was ein Mensch im Inneren erlebt, etwas mit der gesamten Existenz. Also inneres Erleben drückt sich im Leben des anderen aus und dann beginnt ein Mensch seine Umgebung irgendwie gut mitzugestalten. Nicht so, dass der Beruf unbedingt den Menschen gestaltet. Der Beruf, den er sich oftmals nicht aussuchen kann. Ich will sensibilisieren für das, was uns gestaltet, was uns formt, was uns ausmacht. Und glücklich jene Menschen, die neben den Tageszeitungen und neben den Informationen, mit denen wir reich überflutet werden, dass wir neben diesen Informationen im Besonderen aus dem Wort Gottes, aus der Heiligen Schrift, unsere Orientierung, unseren Trost, unsere Hoffnung und unsere seelische Verfassung nähren. Das Wort Gottes ist Nahrung. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern auch von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Und wenn wir uns Jüngerinnen und Jünger Jesu nennen, dann deshalb, weil uns das, was die Evangelien über Jesus sagen, das spricht uns an. Wir erleben uns angesprochen und wir erleben in Jesus, in Gott ein Gegenüber, mit dem sich gut reden lässt, zu dem wir gerne und aufmerksam uns hinwenden und auch beten, indem wir Hörende sind, einerseits innerlich Stellung beziehen und dann unsere Gebete zu Gott richten. Edith Stein sagt, das Gebet ist wie eine Jakobsleiter, auf der Gottes Gnade herabsteigt und die Anliegen des Menschen zu Gott steigen. Also wir bringen das Unsere zu Gott und Gott kann das Seine, seine Gnade und Liebe, seinen Geist zu uns bringen, indem wir betende Menschen sind und für uns der Himmel offen ist,
Betende Menschen berühren die Ewigkeit. Betende Menschen lassen das Ewige in das Zeitliche kommen, das Göttliche ins Menschliche, das Übernatürliche ins natürliche Leben. Durch Jesus ist uns da alles bereitet. Und es ist immer noch irgendwie verwunderlich, dass Menschen zwar sich Christen nennen, aber dann doch, wie es der Apostel Paulus beschreibt, sehr zu Streitigkeiten geneigt sind. Und Paulus hat es in der Gemeinde von Korinth beobachtet und kritisiert. Er findet da Menschen, die das zerstritten sind und die einen sagen, ich halte zu Paulus, andere ich zu Apollos, dritte ich zu Kephas und schließlich auch noch solche, die sagen, ich halte zu Christus. Ich meine, einzig das Letzte ist eine wahrhaft christliche Haltung. Und die Christen gestalten genau genommen ihr Leben nicht nach ihrer Art, sondern nach der Art Jesu Christi. Weil eben der Geist Jesu Christi sie begeistert, animiert, inspiriert, motiviert. Nun, sie haben sich, so scheint es, wirklich vom Geist Jesu, vom Wort Jesu, von Jesus selbst bilden lassen. Sie haben sich geistige Nahrung durch die Heilige Schrift geben lassen. Sie sind durch das Wort Gottes seelisch genährt worden, seelisch gestärkt worden. Ja, sie haben ihre Seelengröße durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes bekommen. Die Älteren unter uns kennen vermutlich noch den UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld, der 1961 verunglückt ist auf etwas mysteriöse Weise. Und dieser stark politisch für den Weltfrieden engagierte Mensch war einer, der tief verwurzelt war in der Gottesbeziehung. Das ist für die allermeisten, die ihn gekannt haben, erst nach seinem Tod bekannt geworden. Ein Mensch, der aus einer inneren Quelle die Außenwelt gestärkt, ermutigt, korrigiert, mitgestaltet hat. Er selber sagt im Rückblick, in dem Augenblick, als ich Gott die Hand gab, und ja zu ihm sagte, wurde mir der Sinn meines Lebens klar. Der Augenblick, in dem ich Gott die Hand gab und ja zu ihm sagte, wurde mir der Sinn meines Lebens klar. Und er schildert an anderer Stelle, er spricht wenig über sich, aber doch können wir erfahren, dass er durch die Großelterngeneration väterlicherseits kennengelernt hat, was es heißt, verantwortungsvoller Bürger und auch Beamter und wenn nötig Soldat zu sein. Also das hat er, so schildert er, gelernt durch die Generationen väterlicherseits. Und er sagt, dass kein Leben befriedigender sei, als das des selbstlosen, also uneigennützigen Dienstes für Vaterland oder Menschheit. Und er sagt, dieser Dienst erfordert das Opfer aller persönlichen Interessen, aber zugleich auch den Mut, unbeugsam für seine Überzeugung einzutreten. Ein Aspekt seines Lebens. Er sagt, dass er von den Generationen mütterlicherseits, von Gelehrten und Geistlichen mütterlicherseits, erbte ich den Glauben an das Evangelium und dass im Geist des Evangeliums alle Menschen gleich und als Kinder Gottes zu betrachten sind
und entsprechend von uns behandelt werden müssen. Also mütterlicherseits ist ihm die tiefe Gottesbeziehung, die Beziehung zu Jesus aus den Evangelien bewusst gemacht worden. Und dann erwähnt er, dass er durch den Zeitgenossen von ihm, nämlich Albert Schweitzer, gelernt hat, dass der Glaube unbedingt ein soziales Engagement zur Folge haben muss. In seinem Werk habe ich auch einen Schlüssel für den modernen Menschen zur Welt des Evangeliums gefunden. Und ich darf hinzufügen, dass er dann sagt, die Erklärung aber, wie ein Mensch ein Leben aktiven gesellschaftlichen Dienstes in vollkommener Übereinstimmung mit sich selbst leben soll, habe ich in den Schriften der großen mittelalterlichen Mystiker gefunden. Für sie war Selbsthingabe der Weg zur Selbstverwirklichung. Sie fanden in der Einsamkeit des Geistes und in der Innerlichkeit die Kraft, Ja zu sagen, wo immer sie sich den Forderungen ihrer bedürftigen Mitmenschen gegenübergestellt sahen. Also durch die Mystiker hat er begriffen, Hingabe an Gott macht uns zu Liebenden, sodass wir den Mitmenschen dienend zur Seite stehen können. Und ich lade Sie ein, dass Sie in einer ruhigen Stunde einmal darüber nachsinnen, welche Menschen, egal ob Zeitgenossen oder vor Jahrhunderten Lebende, oder welche Umstände auf Sie gewirkt haben, sodass sie heute diese christliche Persönlichkeit sein können. Wie sind sie geworden, wie sie heute sind? Amen. Mögen all die Angebote der Kirche unserem inneren Wachstum dienen, sodass wir Früchte bringen, gestärkt mit dem Wort Gottes.